Okay, der Standort ist auch unten. Aber wir könnten also Glück haben. Okay, dann gehen wir mal dahin. Gut, dass wir das aber jetzt nachgeguckt haben, weil bevor wir da stehen und keinen Plan haben. Rabenblick. Hello, it's me you're looking for. Bitte was? Oha. Aua, hey. Guck mal hier, kriegst du eine Keule um die Ohren gedonnert, Alter? Bring dir deine Tattoos auch nichts mehr. Oh shit, der Hund. Ja, ich hab sogar geblockt, du Pissvieh. Oh, da kann ich reparieren. Oh, Bronzepfeil. Baby, der Rückweg ist gesichert. Holy, da ist überhaupt nichts sicher. Alter, wo kommt der denn her? Bzz. Trifft ihn nicht, ne? Shit. Aua. Tja, ich hab den Heilgrund, Kollege. Oh, dodgen. So, weg mit dir. Aua. So, du, Kollege. Okay. Ich habe nur die guten Bandagen mitgenommen. Perfekt. Mal eben hier in hier. Ah, pass mal auf. Ja, wenn du schon da stehst, dann doch nicht immer so ein Feuerball um die Ohren. Aua, das tat ja weh. Pium, komm her. Okay, er ist Buggy. Oh, er ist nicht Buggy. Haha. Easy, sage ich da nur. Easy. Hab nicht mal geschwitzt, Kapi. Nur um Schwitzen. Guten Tag. Mach wieder zu, bevor hier einer reinkommt, der hier nicht eingeladen ist. So, hier drin. Okay, die Tür geht automatisch zu da vorne. Licht. Mehr Licht. Oh, ein besserer Zaubertrank. I like that. Okay, du bist wenigstens ein normaler. Alter, kam da gerade noch einer hinter mir? Ne, okay. Gerade wäre noch ein Gegner hinter mir gewesen. Dunkel hier, ne? Dunkel, fast der Boot schien helle, als ein Wagen blitzeschnelle. Hä? Also. Was haben wir hier? Ah, was Böses im Busch. Kollege, beruhige dich doch bitte. Nein. Ja, genau, ich war trotzdem getroffen. Arschloch, Arschloch-Typ, Arschloch-Typ. Ficken Eier mit Sack, sag ich da nur. Hey! Kommt er denn her, Alter? Schattenkrieger.
Aus dem Augenwinkel habe ich dich gesehen. Zack, Junge. Ja, willst du noch einen? Dann kannst du blocken, wie du willst. Kriegst einen um die Ohren gezwiebelt hier mit dem Elektroschocker. Ich nehme jetzt mit so. Okay, bin ich nicht. Ah, ein schönes Wässerchen. Danke, danke, danke. Benutze ich ja direkt. Alles so dunkel hier. Gibt's da auch ein Hell hier? Mach doch mal die Bude. Zündet mal die Bude hier an. Ah, guck dir ihn an. Ja, genau. Du schreist gleich vor Schmerzen, Junge. Zack. Hä? Fossiler Knochenpfeil. Ah, okay. Ich hab Eier gefunden, Alter. Eier mit Sack. Was haben wir hier oben noch? Da hat zumindest gerade gar nichts. Ja, genau, Sicario. Zack, hier. Takiro, Junge. Und zack. Mumienmonster, geh flüchten. Warte, wo ist der Wolf hin? Ein Pfeil ins Knie. Junge, wo rennst du hin? Ja, da kannst du bellen, wie du willst. Du hast gleich das letzte Mal gebellt. Jetzt. Oh. Ich habe Glück gehabt, dass der Ding aufgehalten hat. Da. Oh. Das ist aber auch hier echt eine Tortur, ne? Ja. Einfach mal so ein Käffchen trinken, ausruhen. Was steht hier drin? Niemand ist besser als wir. Wir stecken komplett allein in diesem Drecksloch. Sie haben uns in den Zellen zurückgelassen, um zu verrotten. Sollen sie alle am Staub ersticken? Sogar mich. Mich. Ich sagte doch, ich bin unschuldig. Ohne sie würde das Chaos herrschen. Man nennt sie die Mutter. Lupa. Selbst die zähesten Ratten wimmern, wenn sie in der Nähe ist. Sie spuckt, wenn sie spricht, von ihren Lippen so Flüssigkeit sauer und widerlich. Um sie liegt immer ein Hauch von Ethanol in der Luft. Sie hat einen Plan. Das Tor von innen zu öffnen können wir vergessen, aber hohle Wände, sagt sie. Eine Höhle hinter ihrer Zelle. Sie hat Hilfe von draußen. Eine Schwester, wie ich höre. Vielleicht gelingt uns der Durchbruch. Sie war also auch hier eingesperrt, hä? Zack. Aber ist nicht allzu schwer, das Ding zu finden. Da hätten die ja wohl auch selber herauskriegen können, ne? Und da wartet schon der eine hinter. Befreit mich, befreit mich. Bau dich ab, Junge. Nein. So, der gnadenlose Stich. Leute, hinter ihm. Chakra, genau, hier. Chakra, Todeschakra. Ja, mit dem Stuff. Hier ist nix. Bauen wir mal die Bude ab, Alter. Dann finden wir raus, ob hier nix ist. Hier ist wirklich nix. Okay, was geht hier ab? Der hängt noch. Hä? Oh, eine Kiste. Jetzt geht die Fackel an, oder was? Achso. Schicker Steinblock. Okay, okay, okay. Das ist der Stuff, den ich finden will hier. Vielleicht können wir damit was Geiles dann wieder bauen.
Alter, warum bist du so broken, Alter? Kannst du mal chillen? Zack, hinterher dich. Zack, zack, zack. Zack. Aua, trotzdem getroffen. Zack, trotzdem getroffen. Jetzt hab ich dich. Gnadenlos. Oh, Junge. Verflucht nochmal. Alter, die hauen aber ein Damage raus, ne? Leck mir die Nüsschen. Du ahnst es nicht. Du ahnst es ehrlich nicht. Hoffentlich wird er der Einzige hier oben. Einer von denen kämpft wie drei von den normalen, ey. Holy moly. Da hinten ist noch was. Hoffentlich was Gutes. Ich werde zu dir gelangen, von Looper. Ich konnte nicht länger warten. Mit angehaltenem Atem reiste ich zum Umbra-Krater, um mich dem Auftraggeber zu stellen. Nachdem er Bekanntschaft mit meinem Messer machte, sagte er mir, dass du vom Regen in die Traufe gekommen bist. Er sagte, dass du oben am Rabenblick Bergkrieg eingesperrt wurdest. Aber keine Sorge, dein Hals ist aufgeschlitzt, dein Körper bereits kalt. Er wird unsere Familie nicht mehr belästigen. Wir vergehen alle auf dieselbe Weise. Teile desselben Puzzles. Der Rabenblick Bergfried wird dich nicht lange halten, Schwester. Ich werde dich befreien. Gib Acht und warte, bis ich dich rette. Wir werden unsere Rache bekommen und dieses Land einen. Okay. Steht an deiner Seite. Candle. Und dieses Land einen. Ach, und dieses Land einen. Ach, verstehe. Als. Zusammenschließen. Ah. Ah, ja. Okay. Hier ist nichts. Verstehe. Und wer ist der Kollege? Looper Scalpierre. Aha, aha. 37 Schaden ist natürlich besser als 34 Schaden. Brutal, erhöht Crit-Schaden, erhöht den Hinterhaltsschaden, 7 Schnittschaden und Giftschaden. Oh, die lohnt sich doch mal vielleicht aufzubessern. Ah, ja. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das sieht ja cool aus, ne? Was haben wir denn da hinten? Wo ich da was übersehe? Achso. Das sind Mages, ne? Eieieiei. Ja, das sind Mages. Au! Raus aus dem Blitz. So, erstmal die Magier. Alter. So, der Kollege schon mal weg. Der Magier geht nicht mehr rum. So, das lassen wir sein. Was hast du für ein Problem? Komm. Dann lass es doch halt. Ich jetzt einfach hinter dir und schlitz dich da ab. So, was habt ihr für einen geilen Stuff? Ah ja, super. Und eine Truhe, ah ja. Oh! Kompositbogen. Jetzt kriegen wir aber den geilen Scheiß um die Ohren geworfen, ne? Alter, Stich, Stich, Stich. Präzise, erhöhte Chance auf Crit und Kopfsuche. Oh ja, sehr geil. 20 Kraft, aber mehr Spannung. Wir lassen jetzt einfach noch den drin, weil ich den aufgebessert habe. Aber der andere sieht schon schick schön aus. Gut, dass wir nochmal in die Richtung hier gegangen sind. Da kommen wir raus und dann kommen wir bei dem Schrein wahrscheinlich raus. Das will ich aber noch gar nicht. Wo geht's hier oben lang? Ah, mit der kleinen Truhe, okay. Aber auch sehr nett. Das sind Fälle. Die lasse ich jetzt mal liegen, ja. Nehmt mir bitte nicht zu böse. So, dann würde ich hier den Rückweg antreten und hoffen, dass sie dann so rauskommen. Das kann ich nicht aufheben, ne? Nee. Dass wir uns dann
auf den Rückweg machen können durch den Berg, wo ich mich durchgebaut habe. Dass wir dann zu dem anderen Gedöns haben und da kommt zu der Gräberei. Nevermind, Drachenhöhle meine ich. Das Pflanzengedöns ist da unten, aber da kommen wir dann auch von der Drachenhöhle aus hin, prinzipiell. So, müssen wir nur mal gucken, wie wir den Berg da hochkommen. Erstmal repariere ich die Waffen wieder hier. Oh, hier ist noch was Rotes. Aha. Was ist denn das? Protokoll, ja. Protokoll des Rabenblick, Bergfried. Tag 147, Anzahl in Insassen 53. Heute gab es einen weiteren Aufstand. Insasse Looper stachelt die anderen auf. Hat dem Quartiermeister während des Essens ins Gesicht gespuckt. Hinterließ ein Brandmal auf seiner Wange. Das Miasma kommt immer näher. Hab keine Ahnung, wie lange sich die Wachen diese Übergriffe noch gefallen lassen werden. Schöne Truhe. Ein meisterhafter Streitkolben. Brauche ich den? Nö. Nö. Eigentlich kann ich darüber gehen schon, ne? So. Ein bisschen glitschen und buggen und hoffen. So, dann einen Wegpunkt dahin machen. Boah, mein Inventar schon wieder so voll, ne? Leck mir die. Und da unten ist die Höhle, schätze ich mal, ne? Ja, da muss die Höhle sein. Sehr geil. Alter, wie lange ich noch geflogen bin. Standort oben. What the fuck? Holy shit. Okay, das sieht mega aus. Haben die damit Leuchtstein reingebaut? Sieht so aus, ne? Okay, das sieht aber richtig cool aus. What the fuck? Hier steht einfach nur eine random Truhe rum. Als ob. Schwert, 37 Schaden. Feuermagie, Feuermagie, Feuermagie. Eine mythische Klinge aus längst... Warte, anders. Eine mythische Klinge aus längst vergangenen Tagen. Die Legende besagt, dass sie von einem weisen Geist, der im Jahre des Drachenhornen Sternen herabstieg, an Glutal weitergegeben wurde. Alter, sieht die geil aus. Leck mich am Arsch. Jesus Maria, was so eine ganze Drachenrüstung, die ganze Höhle sieht sick aus. Alter, wer auch immer die designt hat, ne? Gib dem Mann meine Gehaltserhöhung oder der Frau. Holy moly, leck mich am Arsch, ey. Das sieht geil aus. Verpiss dich, Skiver. Was haben wir hier unten noch? Noch mehr Skiver. Ja, genau, Alter. Schnauze da hinten. Da war noch einer, ne? Du auch. Ja, er hat einen Fall überlebt, natürlich. Du bist der heftigste Skiver, den ich wieder gesehen habe. Warte mal, ich kann mein Pad. Sehr gut. Moment, 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 bevor ich schlafen gehe. Feuer. Ob ich den jetzt im Inventar? Da.
Können wir hier hinstellen. Da können wir uns ein bisschen ausruhen und... Boah, das ist ein geiles Schwert. Leck mich am Arsch. So, eben schlafen gehen. Haben wir ein bisschen Komfort und Wärme und so. Einfach das Feuer mitten im Zelt, weißt du? Der ganze Rauch sammelt sich hier. Kohlenmonoxidvergiftung ist da. Das ist Kupfer, ne? Ja. Kupfer will ich jetzt nicht abbauen. Ich wollte nur sicher sein, dass da Kupfer ist. Ja, unten, dann hätten wir hier. Erstmal den ganzen Schutt hier auf Seite donnern. Aber zumindest so, dass wir ein bisschen durchkommen. Das ist auch wieder der Leuchtstein, ne? Leuchtbewuchs. Der sieht halt so, finde ich, wenn du den abbaust, der besser aus, als wenn du damit baust. Fand ich bis jetzt. Ich meine, ich nehme nochmal mit. So ein bisschen. Der ist ja doch schon relativ selten. Aber man müsste halt so Statuen bauen. Aus dem Zeug. Also so kleine Akzente, wie bei dem Drachen jetzt die Augen und sowas. Ich frage mich, ob es Leute gibt, die da so crazy stuff bauen. Oder bauen können. So Statuen und sowas mäßig. Wie bei Minecraft. Ich habe einmal eine Drachenstatue gebaut, die dem Erde Nerven gekostet. Und das auch nur mit Tutorial natürlich, ne? Also... Und ich habe die Welt immer noch. Die Welt sieht so geil aus. Das sind so, weil das eigentlich ein Online-Server war von Kollegen und uns. Von Kollegen und mir. Aber wir haben überall hast du halt so Kleinigkeiten gebaut und immer weitergeführt und so. Das ist immer ganz geil, wenn du nach ein, zwei Jahren mal wieder guckst, was haben wir vor zwei, drei Jahren da gebaut, weißt du? Und dann hat es immer so eine kleine Reise in die Vergangenheit, nenne ich das mal. So, aber wirklich abbauen und farmen werde ich mal offscreen halten. Weil das sonst den Rahmen der Let's Plays sprengt. Das wäre auch viel zu langweilig, wenn ich da drei Stunden gefühlt stehe und einen so ein Ding abbaue, dann wieder zurück, wieder Abbau, zurück, Abbau, zurück, Abbau. Gehört zwar zum Game dazu, aber das muss ja nicht im Let's Play drin sein. So, haben wir da ein neues Drachenschwert, ey. Sick. So, und jetzt da unten. Ach, ich hab schon wieder. Ja, genau, ich will den Ping markieren. Nee, ist schon richtig der Wegpunkt, okay. Ja, aber auch so un... Oh, warte mal, was ist denn das für ein Baum? Auch so unscheinbar, ne, die Höhle. Kommst da rein, dann kommst du in das epischste Bauwerk, was du jemals gesehen hast in dem Game. Okay, ist normales Holz. Ich dachte vielleicht... Rucksack voll! Achso, der Schutt hier weg. Ein Kupfer kann auch weg. Hier kommt auch nur Erde raus, ne? Ja. Okay. Ah, hier kriege ich wieder so ein Blessing. Oh, ich habe das Drachenschwert. Mach dich weg, du Pfeife. Ja, im Rücken, da kannst du, ne? Kann ich aber auch, Kollege. Zack. Her mit eurem Segen. So, zack, zerlegen. Ein mächtiger Stab. Ah, so ein Stab ist halt. Wo ist denn der andere Stab? Stab Biel. Ja. Die benutze ich. Erfahrungspunkte. Miasma-Metroidenschauer. Ah ja. Klar. Warum nicht? Oder ist das der Große? Nee, das ist der Kleine. Wo ist denn der andere Große? Oder habe ich den zu Hause gelassen? Die kann auch zerlegt werden. Zack. Der Bogen zerlegen.
Machen wir so. Dann passt das schon. Was hast du noch für mich? Oh, Wasser. Wasser ist gut. Kalkstein, klar. Säurebiss. Ah. Danke. Brauche ich den nicht herstellen, um zu gucken, wie der ist? Ach so. Das war so ein... So ein Heuballen. Ah, guck mal hier, Bootjunge. Ja. Oh, shit, ich hab sie gerade gesehen. Bitte nicht. Zack, Alter. So. Kannst das direkt stecken lassen, die Waffe, ey. Sehr schön. Wo willst du hin? Lass nicht wegzulaufen, blödes Vieh. Okay, wir haben einen schönen Stufenaufstieg. Ein helles Irrlicht. Und hier oben ist gar nichts. Doch. Metallschrott. Ja, Metallschrott nehme ich auch gerne mit. Fähigkeiten. Wir haben 9 Punkte. Holy shit. Schneller angreifen. Warte mal, was hat mich hier? Nur auch was Gutes, ne? War das hier? Ne. Ja, wo war denn das? Die Maximalzeit wird erhöht. Okay, war doch nicht so super. Okay, wir nehmen erstmal... Wir nehmen das. Schneller angreifen. Mehr Konstitution. Weiß ich noch nicht. Wucht- und Nahkampfschaden. Wuchtschaden. Stichschaden. Stichschaden. Wenn du mit einem Nahkampf ausgerüstet bist, kannst du mit der linken Maus deine Ausdauer. Wenn du mit einer Nahkampfwaffe ausgerüstet bist, kannst du mit linker Maustaste einen Ausweichangriff ausführen. Durch einen Teleport, aha. Okay, krass. Gleiter verbrauchen weniger Ausdauer. Das kann nicht schaden, ne? So, Aufwind. Das nehme ich mal mit hier. Wir versuchen uns Aufwind zu holen. Bis wir einmal so nach oben fliegen können. Ich will so Vogel mitnehmen und zähmen und bei mir in der Wohnung rumlaufen haben. Da sehe ich mich actually. The fuck? Da vorne kriegt irgendwas oder irgendwer auf Fresse. Klar, warum nicht? Alter, die Partner, die donnert sich ja gegenseitig weg. Guck mal, jetzt bist du dran. Schwert nehmen wir mit. Zack, zerlegen. Wir brauchen die Runen. Wasser brauchen wir auch. Ah, das will ich jetzt nicht mitnehmen. Metallschrott. Ach komm, Fell nehmen wir auch mit. Scheiß drauf. Und das ist das ein Boden, Alter? Oh, nee. Keine andere Sorgen, du blödes Vieh. Okay, irgendwo hier vorne. Hier ist zumindest ein Weg. Oder okay, der war mein Weg. Das war kein Weg, aber das südliche Karawanenlager. Ja, er trifft mich noch. Zack, 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 zack. Tot, bevor er angekommen ist. So liebe ich's. Hier ist nichts. Man würde denken, dass Königin Jasmina mit ein wenig Stil reisen würde. Mit Klasse, richtig? Ganz luxuriös. Mit Elixier und Wein, nicht wahr? Aber hier ist nichts. Nur Malfarbe und Kissen.
Wenigstens habe ich einen Almanach der Pflanzen und Setzlinge in Jasminas Zelt gefunden. Ich werde einfach so tun, als hätte es keine andere Schätze gegeben, wenn sie Simon danach fragt. Ich hoffe, ich kann den Knacker hinters Licht führen. Ziemlich scharfsinnig, dieser Kerl. Abgesehen von meinem privaten kleinen Schätzchen gibt es kaum etwas, was man für Surats Rast gebrauchen könnte. Außer vielleicht die getrockneten Juckerfrucht, aber erzählt das nicht Mutter Kende. Sie ist meine. Da leuchtet schon. An meine geliebte Königin. Die Haut olivbraun und zart wie seine Wüstenrosenknospe. Wie eine Wüstenrosenknospe. Deine Stimme. Ein sanftes Beben. Ein warmer Hauch im Sommerregen. Immer ein liebliches Sonett auf deinen Lippen. Mein Herz blüht auf, wenn ich dich sehe. Ich möchte an deiner Seite sein, deine Fußspuren neben meinen im Sand sehen. Den heißen Wind der Dünen spüren und mit dir tanzen. Das ist alles, was ich mir wünsche. Emily. Wo ist denn jetzt das Scheißbuch? Ein verheerendes Feuer lodert auf den Dächern von Surats Rast. Wir waren zu spät. Sie kamen von Rabenblick Bergfried geflüchtet. Jetzt ist Surats Rast ein Scheiterhaufen des Wahnsinns. Einfach fürchterlich, was würde Mama tun? Sie würde losziehen, bevor die Sonne aufgeht, alles Gepäck hinter sich lassen, schnell und leise mit dem Wind im Rücken. Die Straßen zur Glutwacht ist eine gefährliche, wir müssen los. Ehre sei Erlands, gesegnet seien die Erbauer. Alter, hier sind aber gute Tische hier drin, ey. Greifen Brustpanzer, du fuck! 61,30, 59,59, Ausdauerpunkte und Mana-Punkte. Na klar, warum nicht? Ah, sorry, musste einmal niesen. Was krieg ich denn? Boah, ich würde das Bett so gerne abbauen, ne, aber. Was krieg ich hier, wenn ich das kaputt mache? Nur Holz, okay. Eine Erfahrungsschriftrolle. Klar, geil. Mach deine Falle hier weg. Da soll das Ding da irgendwo sein. Ja, leck mich doch am Arsch. Beim Schlafen gemeuchelt. Was hast du hier drin? Gebet der Flamme. Mhm. Was hat er für ein Zelt? Der hat nur ein Bett bekommen, der Arme. Welche Quest ist das hier? Karawanenüberfall. Da oben jetzt. Ja, alles im roten Miasma. Ihr wollt mich alle so verarschen, Alter. Krieg ich wieder einen neuen... Krieg ich einen neuen Stein heraus, ne? Aber ich bin halt quasi hier. Wäre jetzt sinnlos, das nicht mitzunehmen. Nee. Das ist Paprika. Paprika! Ja. Gut. Da will ich aber nicht runter. Da müssen wir nicht Ausdauer für den Kampf. Deswegen drücke ich mal die Pfeile von hier oben runter. Trinkt dabei einen kleinen Schluck. Boah. Mann. Alter, wie viel Damage er macht. Leck mich. Arschloffi.